Also herzlich willkommen zurück zu Baba is You. Wir haben das nächste Gebiet, den Deep Forest, erreicht und haben auch hier schon die ersten 5 Level gemacht. Und ich würde sagen, obwohl das ein bisschen interessant von der Aufteilung ist, bleiben wir der Nummerierung mal treu und gehen über zu Nummer 6, Canyon. Baba is You. Wir haben ein neues Stichwort mit Up. Wir haben Hatch is Stop, wir haben Ghost is Push and Hot. Der Kollege ist dort unten in der Ecke eingekeilt, hat einen Hut auf, immerhin. Text is float, belt is shift, das ist interessant, das ist nämlich auch noch freistehend. Flag is win, flower is defeat, okay, deswegen kommen wir da nicht so einfach an die Flagge. And melt, So, ich denke, es ist relativ klar, wir wollen als erstes herausfinden, was ab tut. Damit können wir das Ganze also jetzt nach oben verschieben. Das heißt also, das soll der Witz eventuell sein. Jedoch bin ich mir noch nicht sicher, was ich damit jetzt anfange. Es riecht so ein bisschen danach, als soll man vielleicht das Ding auseinandernehmen? Was würde denn passieren, wenn ich sage, Baba is Shift? Ich denke, das wäre mal interessant zu sehen. So. Damit kann ich nämlich jetzt Sachen verschieben. Das heißt, das ist jetzt durchaus die Überlegung, ob ich damit schon irgendwas vorbereiten kann. Sagen wir mal, ich verschiebe das jetzt hier hin. Ich nehme die einfach mal beide mit. Dann brauche ich nämlich nicht immer hin und her rennen. So, wenn ich jetzt wiederum sage, das Ding ist up. Sehr schick. Jetzt sagen wir, das Ding ist shift. Schieben das darüber. Gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das auch gleich so nach oben zu schieben. Jetzt gucken wir mal. Wunderbar. Zugeben, allzu viele Optionen gab es da nicht. Aber trotzdem haben wir uns da relativ zügig durchgearbeitet. So, und jetzt gehen wir von der 6 hier wieder raus aus diesem kleinen Bereich, dem grünen, und gehen rüber zu 7. Mit Concrete Gold. Flag is Win, das steckt da oben auch relativ fix drin. Belt is Push and Shift. Wall is Stop. Flag is Stop. Tree is Stop. Okay, also da sehen wir schon relativ zügig, wo das Problem ist. Wir kommen weder an das Flag is Win oder das Flag is Stop ran. Tree is Stop. Baba is You. Wo muss man hier hin? Flag is Push. Flag is Shift, Wall is Stop. Also ich könnte Wall is Stop aufheben. Dementsprechend lass mal ganz bewusst diese beiden Sachen deaktivieren, dabei dann komme ich nämlich da, obwohl es interessanterweise weiter dreht, wenn ich mich nicht bewege, hin und kann das aufhalten. Gut, damit habe ich jetzt die Möglichkeit, hier frei entlang zu laufen. Habe damit Zugriff auf 3 neue Teile, Stichwörter, wie auch immer, die ich jetzt anderswertig nutzen könnte. Wall is Push. Das ist nett, aber dadurch, dass wir eh schon Stopp aufgehoben haben. Wall is Shift. Ist eigentlich Wurst. Denn ich muss verstehen, was ich machen muss, damit ich an die Flagge rankomme. Wir könnten sagen, Flag is Push. Könnten die da rausziehen. Flag is Shift. Die einzige Frage, die man natürlich jetzt so ein bisschen hat, ist, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, den Baum zum Beispiel zu verschieben. Dementsprechend würde ich mal sagen, wir nehmen uns mal einen dieser Freunde hier mit und lernen einfach mal, wie sich das verhält. Wenn wir jetzt noch sagen, ist Shift. Genau, da würde nämlich nicht viel passieren, weil dann nämlich weiterhin Stopp dabei ist. Okay.
Dementsprechend muss ich natürlich erneut fragen, was habe ich von dem Spaß? Warum kann ich die Sachen auseinandernehmen? Flag is win is fix, weil wir wissen, Tree ist auch stop. Da heißt es, da kommen wir gar nicht so dran vorbei. Wir bräuchten, hätten wir die Logik weiterverfolgt, dass wir irgendwie die Bäume verschieben könnten, trotzdem die Möglichkeit, Push zu haben bei den Belts. Ja, irgendwie müssen wir duschweise, müssten wir sie in den Baum reinschieben. Trotzdem finde ich es weiterhin interessant, dass bei beiden Arealen hier und hier Freiraum gelassen worden ist. Wir wissen aber trotzdem, wir haben keine Chance, das Ganze einfach so da reinzuschieben. Also vielleicht ist das einfach aus ästhetischen Gründen gemacht worden, aber trotzdem habe ich es nicht ganz verstanden. Gut, ich werde jetzt, denke ich, einfach mal... Deswegen, das große Problem ist, ich habe zwar jetzt die Möglichkeiten, hier einfacher an die Flagge zu kommen, ohne zum Beispiel hier von dem Belt aufgehalten zu werden, aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was ich davon hätte zu sagen, oh, Flag ist Push, damit ich das da rausschiebe oder ähnliches. Es ist einfach nur, okay, jetzt muss ich da nicht mehr rein, aber ich wüsste nicht, warum ich das, was ich gerade hier habe, wieder rückgängig machen sollte. Also so, in der aktuellen Situation ist das Ding so oder so relativ sicher. Flag is stop, tree is stop. Flag is win, das ist relativ sicher, da kann ich also auch nicht viel machen. Deswegen, weil, selbst wenn ich sagen würde, ich mache das jetzt wieder hin, wall is stop. Ich wüsste auch zum Beispiel nicht, warum ich Belt is Shift machen sollte oder was ich davon hätte, wenn ich zum Beispiel sagen würde, Flag is Shift. Das ist also auch nicht der Fall, dass man sagt, oh, jetzt kannst du da irgendwie durchrutschen und dadurch kommst du in Kontakt mit dem Ding. Das ist auch nicht der Fall. Aber ich habe trotzdem irgendwie noch das Gefühl, dass hier irgendwas in dieser Hinsicht passieren muss. Vielleicht soll man die ganzen extra Isses irgendwie nutzen, um das verbinden zu können? Was hätte ich denn davon? Ich könnte sagen, Flag is... Aber ich darf die Flagge eigentlich nicht verwandeln, weil sonst habe ich Flag is Win nicht mehr als Kondition, die ich erreichen kann. Deswegen dachte ich vielleicht irgendwie, oh, wenn man es vielleicht schafft, irgendwie zu sagen, etwas ist Stopp und gleichzeitig Push und Shift oder ähnliches, ob das dann dazu führen könnte, dass der dann trotzdem irgendwie Sachen verschieben könnte? Aber das kann es eigentlich nicht sein. Der ist wirklich merkwürdig bisher, dieses Level, denn ich habe gefühlt alles an Spielzeug, was ich brauchen kann oder kriegen kann. Flag is Push, ja, das ist nett, damit kann ich das Ding verschieben, aber solange das Ding nicht sich in mich rein verschiebt... Oh, ist das vielleicht irgendwie der Witz? Ich wüsste nicht, wie ich das umsetze. Gibt es für mich eine Möglichkeit? Ich denke, das soll tatsächlich die Idee sein, dass man... Let's try that. Wir gehen hin und sagen, is push. Wir schieben das Ding ganz bewusst bis hinten in die Ecke. Wir sagen jetzt als nächstes, ja, Wall Stop müssen wir als letztes machen. Wir sagen jetzt wieder, das Ding ist... Push. Wir schieben den Spaß da wieder rein, schieben das Ding bis zum Anschlag oder bis... Ah, weiter geht's ja eh nicht genau wegen Stopp. So, jetzt sagen wir das Stopp, das Shift. No, das hält mich jetzt hier fest. Ich dachte, das wär's. Aber dadurch, dass das Ding ja weiterhin Stopp ist, ist es dem scheißegal. Egal, ob ich das jetzt so habe und noch Push hinterherhänge.
Deswegen, wenn ich sage, Wall is stop, das würde nur dazu führen, dass ich das Ding dann irgendwann da durch... Okay. Also, ich kann ja verstehen, dass man sagt... Also im Endeffekt, die Lösung war, dass man halt sich damit reinschieben musste. Ich hatte das ja jetzt gerade eben versucht gehabt, aber trotzdem, wenn es heißt, is stop, dann kann es nicht sein, dass ich mich da durchdrücken kann. Also das fühlte so gerade, als hätte ich Noclip aktiviert. Victory in the, open. Nummer 8. Baba is you. Wall is stop. Keke is move und is right. Keke, up und flower is defeat. What does that mean? Okay, also wenn wir up haben, dann ist... Keke ist Keke. Okay, also wir haben Blumen. Die sind uns im Weg. Da mache ich auch gar nicht erst reinrennen, das zu testen. Oh, man sieht, der Kollege läuft wirklich nur konstant nach rechts. Ha. So, also ich habe verstanden. Das ist vermutlich jetzt hier sogar von Anfang an das Problem. Okay, also ich könnte Keke is right deaktivieren, um Novazyber Keke immer wieder rücklaufen zu lassen. Ich habe die Möglichkeit, ab einem gewissen Punkt zu sagen. Ja, ich mach das mal raus. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich das am besten mache. Nope, nicht daran festhängen lassen. Wir könnten jetzt zum Beispiel ab einem gewissen Punkt sagen. Keke is up. Oh. Das Problem ist dann nur wirklich, dass ich is move da auch reindrücke. Hoho. Das ist nicht ein Problem, Fragezeichen? Aber vielleicht ist es jetzt der Witz, dass man ganz bewusst dann mit dem anderen Keke arbeiten soll? Dass man ganz bewusst sagt, das is move ist jetzt fix? Aber das Problem ist auch jetzt spätestens, wenn ich sagen möchte, er soll nicht mehr nach oben sich begeben. Weil jetzt hängt er ja natürlich nach oben fest. Deswegen, der Witz ist mir ja klar. Man kann sagen, er soll sich bewegen. Wenn man sagt, er ist right, dann läuft er weiter nach rechts. Wir sollen irgendwann nach oben sagen, damit er nach oben laufen kann, dass man den halt so dirigiert. Dass man irgendwann Keke is win oder ähnliches sagt. Aber ich habe nicht verstanden, wie ich an das is move rankomme. Deswegen, also es muss ja eigentlich fast heißen, dass man das is-move nicht bewegen darf. Aber spätestens jetzt, wenn ich ihn nach rechts laufen lassen möchte, habe ich doch geschissen. Deswegen, weil jetzt läuft er konstant nach oben, nach unten. Was ja jetzt wirklich bedeutet, dass ich sehr viel Feingefühl beweisen muss. So. Jetzt sagen wir rechts und sagen is move. So, jetzt könnte ich den damit bewegen. Der Witz ist eigentlich nur fast, dass mir das noch ein Ticken zu früh war. Oder? Nee. Doch, es war ein Ticken zu früh. Genau, jetzt. Jetzt sage ich, er soll nach rechts gucken. Jetzt sage ich, er soll laufen. Gut. Jetzt muss ich sagen, Keke ist ab. Sag, Keke ist move. Genau. Jetzt fängt er nämlich an, da runter zu rennen. Jetzt sage ich das. Sage, er soll nach rechts gucken. Er soll loslaufen. Oh. Gut, jetzt hat er einen Schritt darüber gemacht. Ja, soll mir recht sein. Look up.
Move. So, jetzt mache ich das ganz kurz ein bisschen umständlich. So, jetzt guckst du wieder nach rechts. Und jetzt sage ich einfach nur, is move. Sehr gut. Und jetzt mache ich daraus einfach nur ein Keke is win. Und dann haben wir das. Das ist eine coole Idee, aber man muss wirklich erstmal realisieren, wie man den kontrollieren muss. Gut, gehen wir wieder raus aus dem grünen Bereich und zurück in den blauen mit Nummer 9, Moving Floor. Flag is push. Wir haben einige Flags, wir haben ein freies is, wir haben ein Baba und ein Baba is, wir haben ein win, das da mitten in dem Labyrinth hängt, und dann belt is shift, keke is you, hatch is stop und bug is defeat. Okay. Und wir können Flaggen bewegen. Wir haben einen extra Is, wo ich noch nicht ganz weiß, was wir damit anfangen wollen. So genau, das zieht uns da rein. Das heißt also, daran vorbeizukommen, ist nicht so einfach. Was wir also erreichen müssen, ist irgendwie Sachen verschieben. Das heißt also, der hier ist der erste. Aha. So, und dann der nächste. Okay, ich sehe schon, wo die Herausforderung existiert. So, damit hätten wir das jetzt. Das heißt also, wir kommen jetzt hier durch, bleiben aber noch da hängen. Meine Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Flag is da rein verschiebe, würde es das tun? Lass uns das als erstes testen, bevor ich da was anderes mache. Ja genau, dadurch, dass sie jetzt nicht mehr Push sind, eingestellt haben, habe ich natürlich das große Problem. Wie mache ich das? Hatte es überlegt, ob es irgendwas bringen würde, Baba irgendwie ins Spiel zu bringen. Dass man vielleicht ganz bewusst sagt, man schmeißt das Zeug da rein, versucht Push da noch rüber zu bringen, damit man Baba is Push hat, damit man den auch noch irgendwie nutzen kann. Let's actually try that. So, ich nehme das hier. Schiebe das so. Und schiebe das ganz bewusst mit. Nee, das bringt jetzt nichts mehr. Dann bin ich ja jetzt da wieder gefangen. Wie zum Gucken muss ich das aufbauen? Ist der Witz, dass ich das wirklich mit einem der Flaggen pushen muss? Damit ich jetzt das so habe. So, jetzt habe ich Push bekommen. Baba ist Push. Jetzt habe ich den Vollidioten. Jetzt habe ich Baba da rein verschoben. Und jetzt steht er mir im Weg. No. So. Der erste Schritt ist meines Erachtens relativ sicher. Und zwar, ich muss das Winder rausschieben. Ich meine, dass wir dafür eine Flagge brauchen. Die Frage ist, ob man beide Flaggen nutzen muss, um zu schieben. Weil spätestens jetzt müsste das doch jetzt schon wieder gegessen sein. Das heißt, wenn ich es wirklich jetzt einfach schaffen würde, das da rein zu verschieben, ist es wirklich so simpel? Es ist wirklich so simpel. Wow-i. Also da hätte ich nicht so lange dran sitzen dürfen. So, wir haben eine weitere Blüte bekommen. Ein neues Gebiet freigeschalten. Aber wie immer, ich denke, für heute machen wir noch Level 10.
Lovely house. Texas floodwater is sink. Baba is you. Key and rock is push. Aha. Love and door is stop. Key is open, door is shut. Love and door is stop. Okay. Key is open. So, wir können als erstes jetzt theoretisch sagen, Rock is key. Gut. Jetzt kann ich sagen, Key is push. Gut. Genau, jetzt haben wir das Problem, dass ich da nichts einfach so rein versenken kann. Was kann ich jetzt hier noch erreichen? I do not know. Ich brauche auf jeden Fall definitiv den Schlüssel. Lass mich jetzt gleich neu starten. Ich muss irgendwie diese Tür aufbekommen. Ich komme hier sonst nicht raus. Wir brauchen den Schlüssel. Ich kann den Schlüssel nicht aus allzu vielen Sachen kreieren. Es ist scheißegal, ob ich sage Rock is you oder Baba is you. Irgendwie muss ich einen Schlüssel generieren. Also im Endeffekt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich zwei Gegenstände habe, die ich dann wiederum fürs Türöffnen und fürs ins Wasser fallen habe. Das Problem ist, dass ich kein Has habe oder ähnliches. Würde es mir denn helfen, als erstes zu sagen, das ist ein ernsthaftes Problem, aber ich denke, ich sehe, wo das hinführen kann. So, wir wollen als erstes sagen, Key is Rock. Okay. Noch andere. Wir wollen als erstes sagen, Rock is Key. So. Jetzt sagen wir, Key and Baba is you. Baba, wie immer. So, jetzt steuere ich euch zwei. Hilft mir das? No. Was wir jetzt brauchen, ist eine ganz klare Übernahme. Gut. Jetzt sage ich, Baba is key. So. Und damit habe ich jetzt zwei. Ist zwar schön, aber jetzt komme ich im Endeffekt wieder in den gleichen. Deswegen, jetzt habe ich so einen großen Aufwand dahinter gehabt, nur um dann zu realisieren, dass es mir das überhaupt nicht weiterhilft. Weil jetzt im Endeffekt, nachdem ich den Schlüssel hier habe, kann ich das da reinschieben, mache das auf und bin in der gleichen Situation, unabhängig davon, ob ich Baba oder ein Key bin. Was wäre, das könnte vielleicht der Witz sein, dass ich sage,
Ich glaube, ich muss jetzt hier sogar ein bisschen aufpassen. Genau, bevor der Verwandlung, wo ich bisher immer gesagt habe, Rock is key. Was ist, wenn ich sage, Rock is key and Baba? Oh, ist es das tatsächlich? Wow. Könnte das es tatsächlich sein? Ha! Huh. Looky here. Looky here. So. Jetzt sage ich, key is push. Pass dabei auf, dass ich nicht irgendeinen dummen Fehler mache. Ha! Huh. Das ist sehr beeindruckend. Okay, wir haben eine neue Art gelernt, wie man Sachen generieren kann. Es braucht also nicht nur ein Has, ein End kann es auch tun. Da waren schon einige schwere Level dabei. Ein paar von denen, weil sie wirklich schwer waren, andere, weil man sich vielleicht ein bisschen zu doof dafür angestellt hat. Aber für heute kommen wir jetzt zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.